Kennt ihr das auch, wenn man manchmal einfach genau die gleiche Meinung hat wie alle im eigenen Umfeld, ohne dass man genau weiß, woher diese Meinung eigentlich kommt? Kennt ihr das, dass man das Gefühl hat, man muss unbedingt eine bestimmte Marke tragen, in der Schule zum Beispiel, weil alle anderen um einen herum sie auch tragen? Kennt ihr das auch, wenn man so die Tendenz hat, zum Mitläufer zu werden? Wie es dazu kommen kann und welche Konsequenzen das hat, das schauen wir uns im heutigen Video an. Hallo und herzlich willkommen bei Psych Up Your Life, dem Kanal für mehr Psychologie in eurem Alltag und eurem Leben. Als ich klein war, als ich ganz klein war und noch zur Schule gegangen bin, da gab es irgendwie für jede Klasse oder für jede Schulform zumindest so bestimmte Regeln, was für einen Rucksack man tragen musste, damit man cool ist. Also in der Grundschule war das der Scout-Turnister, schön mit Reflektoren, damit man auf der Straße auch nicht übersehen wird. Als ich dann auf die weiterführende Schule gekommen bin, war es dann der For You-Rucksack, der war total cool und eigentlich hatten den alle in Schwarz, aber wenn man den dann selber in Lila hatte oder so, dann war man besonders cool. Und dann später war es der Eastpak als Rucksack, den man da einfach haben musste, damit man dazugehört. Markenklamotten sind zum Beispiel so ein klassisches Beispiel, wo man häufig das Gefühl hat, man muss das jetzt tragen, weil das eben cool ist, weil man halt sonst nicht dazugehört. Oder auch Rauchverhalten. Das hat sich ja so ein bisschen verändert über die letzten Jahre, aber als ich noch klein war, war es definitiv so, dass die Coolen auf dem Schulhof immer zusammen geraucht haben. Damals war Rauchen noch cool, heute ist es eigentlich eher nicht mehr so gefragt. Das war auch so ein Verhalten, wo viele geraucht haben, obwohl sie selber gesagt haben, okay, eigentlich schmeckt das total eklig und ich habe auch gar nicht wirklich das Geld dafür, mir das zu leisten. Ich muss mich dann immer durchschnorren, aber Rauchen ist halt cool. Weiteres Phänomen, das gibt es ja nicht nur auf dem Schulhof, das gibt es auch im Internet. Also Willi will's wissen, die Ausschnitte aus dieser Kindersendung sind neulich noch durch YouTube gejagt worden und haben einen sogenannten Shitstorm erzeugt. In der psychologischen Forschung spricht man übrigens häufig von Firestorms, weil die sozialverträglicher sind. Aber das wäre auch ein Beispiel. Warum schließen sich alle an? Warum hacken alle auf dem armen Jungen herum, wenn die Ausschnitte eigentlich total aus dem Kontext gerissen wurden? Und noch ein weiteres Beispiel. Als ich im März diesen Jahres, Corona-Jahr 2020, Einkäufe für meine Oma erledigt habe, um sie dann bei ihr ins Pflegeheim vorbeizubringen, habe ich mir beim Abgeben der Einkäufe eine Maske aufgezogen. Damals gab es noch keine Maskenpflicht und ich wurde angeschaut wie ein Alien. Und eigentlich haben alle gedacht, wer jetzt Maske trägt, der übertreibt doch total. Jetzt, aktuell ist es so, Maskenpflicht überall in Deutschland. Wenn man in den Supermarkt geht und man hat keine Maske auf, dann kommen direkt die Leute, die einen anklagen, zusammenschreien, weil sich die entsprechende Norm verändert hat. Das sind alles Alltagsbeispiele für soziale Normen, die unter anderem zum Mitläufertum führen können, aber auch ein ganz bekanntes sozialpsychologisches Phänomen darstellen, das unser Verhalten im Alltag formt. Soziale Normen als Definition sind Regeln, die sich auf das Verhalten, aber auch auf die Emotionen und das Denken oder die Kognitionen beziehen, die in Gruppen oder Gesellschaften einen bestimmten Verbindlichkeitsgrad haben. Das heißt, es ist allgemein bekannt, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten sollte, dass man eine gewisse Meinung vertreten sollte, bestimmte Gedanken hegen sollte oder sich zum Beispiel traurig fühlen sollte, wenn jemand im Umkreis verstirbt, auch wenn man den Verwandten vielleicht gar nicht richtig gut gekannt hat. Es sind also mentale Repräsentationen davon, welches Verhalten angemessen ist und welches verwerflich oder nicht angemessen ist. In einer Gesellschaft, aber das kann sich natürlich auch auf verschiedene Kontexte beziehen, also auch auf kleinere Gruppen, auf bestimmte Situationen wie eine Hochzeit oder ein Vorstellungsgespräch. Überall dort wird unser Verhalten von gewissen Normen geprägt. Diese Normen können aus Gesetzen resultieren, wie zum Beispiel die Norm, an einer roten Ampel stehen zu bleiben, vor allen Dingen, wenn Kinder da sind, auch wenn kein Auto kommt zum Beispiel. Aber es sind nicht immer Gesetze. Also es können auch einfach soziale Verabredungen sein, die sich über eine gewisse Zeit etabliert haben. Zum Beispiel auf einer Hochzeit als Gast, als weiblicher Gast, kein weißes Kleid zu tragen, weil weiß der Braut vorbehalten ist. Da kommt nicht die Polizei, wenn man es nicht tut, aber es ist halt einfach eine soziale Norm, die eine gewisse Empörung auslösen würde, wenn man sie bricht. Ja, es sind also quasi Verabredungen, die letztendlich dazu beitragen, dass das gesellschaftliche Zusammenleben funktioniert. Und das
hat natürlich nicht nur Einflüsse auf die Psychologie und unseren Alltag, sondern auch auf Politik, Wirtschaft, Soziologie. Und entsprechend werden soziale Normen auch nicht nur in der Psychologie, sondern in diesen wissenschaftlichen Disziplinen ebenfalls erforscht. Was sind jetzt Merkmale solcher sozialer Normen? Also prinzipiell gibt es immer so eine Art moralische Komponente. Das heißt, wenn man sich nicht entsprechend der Norm verhält, also dagegen verstößt, löst das sofort ein Empfinden eines unethischen Verhaltens aus in der restlichen Gruppe. Oder aber man beäugt denjenigen, der gegen die Norm verstößt, zumindest kritisch. Ja, also es ist zumindest so, dass man sieht, dass er gerade eine Regel verletzt. Ob es jetzt eine gesetzliche ist oder nicht, das ist prinzipiell erstmal etwas, was kritisch betrachtet wird. Es kommt auch immer darauf an, welche Bezugsgruppe diesen Normverstoß wahrnimmt. Ja, also ich sage jetzt einfach mal, es gibt Städte auf der Welt, London, wenn man da als Fußgänger über die rote Ampel geht, dann erntet man andere Reaktionen von seinem sozialen Umfeld, als wenn man auf dem Dorf irgendwo mitten in Deutschland über die rote Ampel geht, wenn eine Kindergartenkindergruppe in der Nähe ist. Also das ist halt einfach auch bezugsabhängig. Kommt immer darauf an, wer der Sender der Norm ist, also wer quasi dieses Verhalten gerade beurteilt, ob es normkonform ist oder nicht. Und es hat auch eine objektive und eine subjektive Komponente. Die objektive Komponente wären quasi die tatsächlichen Regeln, die erforderlich wären in dieser Situation, wie beispielsweise auf einer Hochzeit kein weißes Kleid zu tragen als Gast. Dann gibt es aber auch noch die subjektiv wahrgenommenen Normen. Und das sind quasi die Erwartungen des Normempfängers, also ob er es überhaupt wahrnimmt, ob er sich jetzt regelkonform oder nicht regelkonform verhält. Und auch das kann interkulturell oder auch in verschiedenen Kontexten ganz unterschiedlich sein. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn wir in Deutschland so machen, die Hand erhoben, jemandem entgegenstrechen, dann sagen wir meistens damit Hallo. Wenn ihr das in Griechenland macht, dann ist das keine besonders freundliche Geste. Könnt ihr ja mal recherchieren, was eine Mutsa oder Faskeloma ist. Also es ist auf jeden Fall etwas, was ich in Griechenland beim Urlaub nicht dem Verkäufer im Supermarkt zum Abschied zeigen würde. Dann unterscheiden sich Normen noch im Grad der Spezifität oder Allgemeinheit. Also es gibt relativ allgemeine Regeln, die in vielen Kontexten gelten, wie zum Beispiel eben an einer roten Ampel im Straßenverkehr anzuhalten, was ja auch gesetzlich geregelt ist. Dann gibt es aber auch noch die spezifischen Regeln, wie zum Beispiel keine bauchfreien Tops im Vorstellungsgespräch zu tragen oder dass man als Frau möglichst kein pinkes Kostüm in einem Vorstellungsgespräch tragen sollte oder dass man sich in Japan halt nicht mit Handschlag begrüßt. Also da gibt es durchaus auch dann wieder Unterschiede, die sich auch in spezifischen Situationen anders zeigen können. Also Beispiel Vorstellungsgespräch. Bauchfreies Top im Vorstellungsgespräch ist nicht so gut, bauchfreies Top am Strand ist kein Problem. Ja, also das wäre halt sehr spezifisch, diese Regel. Warum befolgen Menschen jetzt Normen? Und da gibt es drei wichtige Aspekte. Erstmal kann das Befolgen der Norm dem eigenen Nutzen dienen. Man hält sich also an Normen, weil sie einem prinzipiell auch sinnvoll erscheinen, weil man selbst davon profitiert. Zum Beispiel gibt es niemanden, der genau kontrolliert, wie häufig am Tag ihr euch eure Zähne putzt. Ich würde trotzdem davon ausgehen, dass die meisten von euch sich mindestens zweimal am Tag die Zähne putzen, weil sie auch denken, dass es vielleicht erstens eklig ist, das nicht zu tun, aber zweitens, weil ihr auch den langfristigen Effekt seht, dass ihr eure Zähne schön haltet, vor Karies schützt etc., weiß haltet. Also entsprechend profitiert ihr davon, euch dieser Norm zu beugen. Eine andere Frage wäre jetzt zum Beispiel die Häufigkeit von Mahlzeiten am Tag. Viele Menschen essen dreimal am Tag, das ist bei uns so die gültige Norm. Jetzt gibt es einige Menschen, die auch so im Trend des intermittierenden Fastens zum Beispiel gar nicht mehr frühstücken und sich dann immer von anderen anhören müssen, ja, aber es ist doch ungesund, ja, das könnte ich jetzt aber nicht und wie schaffst du das? Na, auch das sind soziale Normen, dass wir dreimal am Tag essen, auch wenn einzelne Personen vielleicht wunderbar damit auskommen, das Frühstück wegzulassen. Dann ist immer die Frage, wie sinnvoll ist es dann? Aber da kommen wir gleich noch zu. Ein anderer Grund, warum Menschen Normen befolgen, ist, dass das Nichtbefolgen von Normen meistens bestraft wird, also zumindest sanktioniert. Das kann bei einer Norm, die einem Gesetz entspricht, sein, dass man vom Staat bestraft wird, wie zum Beispiel Punkte in Flensburg, wenn man zu schnell fährt, oder eine entsprechende Geldstrafe, wenn man falsch parkt. Das kann sein, dass man ins Gefängnis wandert, wenn man Steuern hinterzieht, oder aber auch, dass man seinen Job verliert, wenn man gegen Geheimhaltungsvereinbarungen der Firma verstößt. Ganz häufig sind es aber gar nicht so diese strikten institutionellen Bestrafungen, sondern soziale Bestrafungen, die unser Verhalten gerade im Alltag prägen.
sozialer Ausschluss, also wahrzunehmen, dass man selber nicht zur Gruppe dazugehört, zu der man sich eigentlich zugehörig sehen würde, ist etwas, was uns tatsächlich physisch wehtut. Also in unserem Kopf werden da einfach Schmerzregionen angeregt, wenn wir von anderen ausgeschlossen werden. Und entsprechend versuchen wir das zu vermeiden, dass uns andere Personen zeigen, dass wir nicht zugehörig sind und vielleicht mit einem abwertenden Blick oder einem Naserümpfen auf unsere Handlungen reagieren oder hinter unserem Rücken über uns tuscheln oder uns zu zukünftigen Partys nicht mehr einladen. Aber es gibt auch die sogenannte altruistische Bestrafung. Wenn jetzt ein Mensch gegen eine Norm verstoßen hat und jemand anders hat das gesehen, dann ist es für denjenigen, der das beobachtet hat, führt es zu einer positiven Emotion, wenn er stellvertretend für die Norm den verstoßenden Menschen bestrafen kann. Das wird auch bezeichnet als Norm Enforcement Behavior, also Normendurchsetzungsverhalten. Das heißt, es gibt uns ein gutes Gefühl, wenn wir anderen Leuten klar machen, dass sie sich gegen die Normen verhalten haben. Es gibt uns also ein gutes Gefühl, wenn wir im Supermarkt jemanden darauf hinweisen, dass man ja nur mit einer Maske in den Supermarkt reingehen darf oder dass man die Maske auch über die Nase ziehen muss. Und dann gibt es noch den Punkt, dass viele soziale Normen einfach internalisiert sind, dass wir einfach damit groß geworden sind, dass sie uns anerzogen wurden, dass wir sie sehr früh gelernt haben und dass wir uns deswegen eventuell schämen oder schuldig fühlen, wenn wir gegen diese Normen verstoßen, wenn wir diese Regeln verletzen. Das kann zu einem schlechten Gewissen führen. Zum Beispiel, wenn man jetzt als sehr religiöser Mensch normalerweise jeden Sonntag in die Kirche geht und dann einen Sonntag nicht in die Kirche gehen kann, kann es dazu führen, dass man sich sehr schlecht fühlt. Auch wenn natürlich niemand einen prinzipiell negativ sanktionieren würde, nicht zwangsläufig, wenn man mal sonntags nicht in die Kirche geht. Wobei auch das wieder davon abhängt, wo man lebt. Also in den USA ist es, glaube ich, in einigen Gebieten auch so, dass man durchaus mit sozialen Sanktionen rechnen müsste. Im Bible Belt. Die Frage ist jetzt, wir haben gesehen, Normen sind prinzipiell was ja das gesellschaftliche Zusammenleben stützen soll. Die Frage ist, sind sie wirklich immer positiv? Auch wenn sie eigentlich dem Allgemeinwohl dienen, kann es durchaus passieren, dass sie negative Konsequenzen haben, zumindest für einzelne Teilgruppen. Roststall und Frey haben eine Studie durchgeführt, wo sie dieses eben angesprochene Norm-Enforcement Behavior untersucht haben, und zwar im Zusammenhang mit Online-Shitstorms. Oder Firestorms. Sie haben sich angeguckt, inwiefern soziale Normen eigentlich eine Rolle spielen, wenn ganz viele empörte Kommentare in bestimmten Internet-Settings aufkommen, und haben letztendlich damit vorherigen Theorien widersprochen, die gesagt haben, naja, es hat was damit zu tun, wie halt Online-Mobbing oder Trolling. Die Leute, die wollen halt einfach nur trollen, die machen das aus Spaß. Und nein, das ist nicht so. Die haben gesagt, es gibt relativ wenig Kosten dafür, wenn man online andere negativ sanktionieren will, also wenn man das Verhalten von anderen im Internet schlecht redet. Man hat eine hohe Sichtbarkeit, gerade wenn man nicht anonym postet, und kann damit eine Selbsterhöhung erzeugen. Außerdem muss man wenig negative Konsequenzen befürchten, weil es ist ja nur online. Die haben insgesamt sehr viele Kommentare auf der Plattform onlinepetition.de untersucht zwischen Mai 2010 und Juli 2013. Insgesamt über 532.000 Kommentare auf 1612 verschiedenen Online-Petitionen und haben sich halt angeguckt, inwiefern Aggression dort ausgedrückt wurde, also wie viele Schimpfwörter aufgekommen sind und welche Einflussvariablen da eine Rolle gespielt haben. Anonymität war eine dieser Einflussvariablen, weil sie gesagt haben, okay, wenn ich sichtbar werde, wenn ich mich mit meinem Namen als Normenpolizei quasi im Internet hinstellen kann, dann zeige ich mehr aggressives Verhalten, weil ich damit eine Selbsterhöhung erzielen kann im Sinne der Theorie sozialer Normen. Aber auch, ob die Petition sehr kontrovers war, ob sie im Rahmen bestimmter Skandale aufgetaucht ist und was auch die eigene Motivation ist, an der Petition teilzunehmen. Also macht man das, weil man selber eine Ungerechtigkeit darin sieht oder weil man das selber sehr unfair empfindet? Also Personen, die jetzt halt selber betroffen sind zum Beispiel. Nehmen wir mal die Bezahlung von Personen in den Gesundheitsfachberufen, Pflegekräfte etc. Wenn man jetzt natürlich selber eine Pflegekraft ist, hat man eine andere Motivation, an so einer Petition teilzunehmen, als wenn man vielleicht nur jemanden kennt. Aber selbst dann hat man eine höhere Motivation, als wenn man niemanden in dieser Berufsgruppe kennt. Ja, also das wären so die Abstufungen der Motivation. Die Ergebnisse dieser Studie haben tatsächlich gezeigt, dass es eben nicht so ist, dass die Leute aggressiv sind, weil sie nur trollen wollen, sondern dass tatsächlich diese Theorie der sozialen Normen sehr gut auch bei Online-Firestorms einsetzbar ist, weil vor allen Dingen bei einer hohen intrinsischen, also hohen eigenen Motivation der Kommentierenden sich die Anzahl der
aggressiven Kommentare, aber auch der Klarnamen-Posts entschieden gesteigert hat. Es geht also nicht nur um Cyberbullying oder um impulsive Dummschwätzer, die da einfach ihren Frust loswerden wollen, sondern es erfüllt einen psychologischen Zweck. Sie fanden halt auch raus, dass Klarnamen-Poster halt deutlich vehementer kommentiert haben als Personen, die anonym aufgetreten sind. Und auch das spricht eher dafür, also gegen das Trolling-Argument und eher dafür, dass die Personen tatsächlich soziale Normen enforcen, also durchsetzen wollten mit ihren Kommentaren. Also das jetzt mal nur so ein Beispiel für den Online-Kontext, den man ja auch auf YouTube immer wieder beobachten kann. Auch da gibt es ja regelmäßig irgendwelche entsprechenden Phänomene. Aber die Frage ist ja auch noch weiterhin, okay, das kann jetzt halt für die betroffenen Personen, um die es jetzt geht, zum Beispiel halt Theodor zu Gutenberg und seine Plagiatsaffäre mit der Doktorarbeit damals, wenn es dann Petitionen gibt, dass ein Politiker zum Beispiel zurücktreten soll, dann ist es natürlich nicht schön für die betroffene Person. Aber es ist ja jetzt noch nichts, was im Großen und Ganzen schädlich ist. Aber wenn wir in unsere Geschichte zurückschauen, gab es immer wieder Zeiten, wo die sozialen Normen vielleicht doch nicht ganz so sinnvoll für große Teile der Bevölkerung waren und sich tatsächlich zu Ungunsten größerer Bevölkerungsgruppen ausgeübt haben, die sich dann bei einer zurückschauenden Betrachtung aus der Zukunft durchaus auch als unangemessen oder falsch erweisen können. Das heißt, nur weil die Mehrheit etwas annimmt, heißt es nicht, dass die dahinterliegende Norm tatsächlich korrekt oder ethisch oder gesund ist. Auch wenn eine Normverletzung mit einer empfundenen moralischen Empörung einhergehen kann, heißt es nicht, dass diese Normverletzung tatsächlich der schlechtere Weg sein muss. Ein Beispiel dafür wären zum Beispiel Schönheitsideale. Da gibt es ja natürlich Schönheitsideale, die heute gar nicht mehr so in sind. Also ich erinnere mich an die 90er Jahre, da war es ein absolutes Muss, regelmäßig ins Solarium zu gehen und möglichst braun gebrannt zu sein, obwohl man weiß, dass das natürlich für den Hautkrebs nicht besonders hilfreich ist. Entsprechend war das damals so eine Norm, die sich durchgesetzt hat, obwohl sie gesundheitlich schädlich war. Das Gleiche gilt heute für einige Schönheitsoperationen oder auch das allgemeine Schlankheitsideal, wenn man immer wieder sieht, dass sich auf den Laufstegen der Welt Models zu Tode hungern. Nur weil es die Norm in diesem Business ist, möglichst schlank zu sein. Also es muss nicht immer gut sein. Zweites Beispiel, bestimmte rassistische Bewegungen natürlich in verschiedenen Kulturen, sei es jetzt in den USA und im Kontext der Sklaverei oder auch die heutigen Proteste, die es gibt, die zeigen, dass es immer noch rassistische Bewegungen gibt in verschiedenen Ländern dieser Welt, aber gerade vor allen Dingen in den USA. Dazu habe ich übrigens auch ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben mal zu Black Lives Matter. Könnt ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen, wenn euch das interessiert. Aber auch Diskriminierung, wenn zum Beispiel angenommen wird, dass Frauen einfach kein Wahlrecht haben sollten, weil Frauen dümmere Menschen sind und über so politische Themen gar nicht entscheiden können. All das sind Normen, die sehr lange Zeit gegolten haben. Ganz weit zurück, Hexenverbrennungen im Mittelalter. Damals war es die Norm, dass Personen, die zum Beispiel rote Haare waren, verdächtig sind. Und wenn sie dann irgendwie auch noch Kräuter im Wald gesammelt haben, dass man dann gesagt hat, okay, die ist wahrscheinlich mit dem Teufel im Bunde, also müssen wir sie auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Das ist das Beste, was wir für unsere Gesellschaft jetzt tun können. Da würden wir heute auch sagen, ist vielleicht nicht so ganz das Beste. Also entsprechend muss man sich da immer die Frage stellen, sind die Normen, nach denen wir uns gerade verhalten, nach denen wir unser Denken ausrichten und unser Handeln ausrichten, tatsächlich das, was für unsere Bevölkerung langfristig gut ist? Und würden wir auch noch in 20 Jahren denken, dass das, was wir jetzt gerade tun, wirklich gut ist? Und dabei muss man insbesondere den Einfluss der Medien immer wieder kritisch hinterfragen. Es gab sehr viele Momente in der menschlichen Geschichte, wo die Medien einen großen Einfluss darauf hatten, dass negative Normen propagiert wurden und sich durchgesetzt haben. Von daher kann ich im Zuge dessen nur sagen, checkt immer mal wieder, welchen Normen ihr im Alltag folgt. Fragt euch ab und zu, nehmt euch eine Sekunde, um einmal innezuhalten, was euer Handeln, euer Denken antreibt. Und fragt immer, ob es wirklich eure Normen sind und ob ihr wirklich im Kantschen Sinne wollen würdet, dass das eine allgemeine Gesetzmäßigkeit wird. Oder könnt ihr sagen, okay, vielleicht sind es Normen, die ich durch jemand anderen übernommen habe, auch wenn es für mich langfristig oder für die Gesellschaft oder meine Gruppe langfristig nicht gerade das Beste ist, was man tun kann. Heute ein bisschen ein theoretischeres Video, aber ich glaube zu einem Phänomen und Prozess, der uns einfach sehr viele gesellschaftliche Entwicklungen immer wieder vor Augen führt. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, welche psychologischen Phänomene unser Verhalten und unsere Einstellung im Alltag steuern. Und deswegen hoffe ich, dass ihr was gelernt habt, was mitgenommen habt und dass es interessant für euch war. Wenn ihr mehr Videos über psychologische Themen in eurem Alltag sehen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und klickt auch die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut!
Ciao.